Rachmaninoff, er war sehr, sehr jung. Es ist eigentlich das erste Stück, das er öffentlich geschrieben hat. Und in dieser Zeit hat er gearbeitet auf seine erste Oper, Aleko. Das ist Poema von Puschkin. Das ist eine Zigeuner-Liebesgeschichte mit tragischem Finale und so weiter. Sehr romantisch. Und diese Trio ist ganz beeindruckt von Oper von Rachmaninoff selber. Es gibt hier Zitate. Also das ist sehr romantische, jugendliche und mit Puschkin und Zigeuner Liebe. Ja, das ist die Geschichte. Danke.